Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pyroflos Kingdom Hearts 2 Demo Version. Im letzten Part hatten wir einen richtig epischen Bossfight und haben übertrieben viel zur Story erfahren. Unser nächstes Ziel wird der Tuscansee sein, also beziehungsweise nicht unser nächstes Ziel, sondern wir müssen wieder zurück zu ihm. Yes, ich glaube, ich habe auf Ansturm den richtigen Porter genutzt. Denn hier werden wir Sanae treffen. Das ist dann doch die Map aus dem Intro, wie ich schon mal vermutet habe. Oh, jetzt weiß ich auch, wo es weitergeht. Ja. Es gibt nur einen Weg. Und zwar diese Stacheln, die ich schon mal ausgetestet habe, die dann aber noch zu waren. Nein? Mach doch auf! Wo soll es dann weitergehen? Brain? Oder sie ist wo ganz anders. Ah, ich glaube, ich weiß, wo sie sein könnte. Da, wo wir mal unter Wasser rausgekommen sind. Ach, leg mich doch. Ich vernichte euer Leben, Mann. Was wollt ihr? Nein, ich habe den Reflektor verschwendet. Safe habe ich ihn verschwendet. Weil das habe ich im letzten Part noch aktiviert. 10 XP, können wir alle mal aus Sack lecken, echt. Ja, ist weg. Verflucht. Ja, gut, aber... Nö, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wer weiß, wann wieder ein heftiger Bossfight kommt, deswegen machen wir es an. Ha! Wusste ich's doch. Ich habe mich hier schon gewundert, was das ist und warum es da ist. Dieser Eingang war letztes Mal nicht da. That's right. Bist du dir sicher, Pyroflo? Absolut. Dann lass uns dort mal nachsehen. Hier muss doch irgendwas sein. Wie kommen wir denn sonst hier weg, Sanae? Pyroflo, Joro, Tomke! What? Sanae! Du schon wieder, du bist doch der Herzlose. Mein Name ist Pyroflo. Und ich bin Kenshi. Das ist alles schön und gut, aber was willst du eigentlich? Oh, ich finde das Kenshi-Theme ist eigentlich voll geil. Sanae beschützen. Ist das so? Da muss es wohl ein Missverständnis geben. Sorry. Ich beschütze sie nämlich schon. Und ich war bis jetzt unangefochten. Denn wie du weißt, habe ich dich bereits besiegt. Also verzieh dich, bevor du dir noch wehtust. Ah, Pyroflo, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich weiß, dass du mich beschützen wolltest, aber auf einmal hast du aufgehört zu existieren. Niemand konnte sich noch an dich erinnern. Ich habe mir also einen anderen Wächter gesucht. Wieso haben mich damals alle vergessen? Du hast es selbst vergessen. Es war deine Entscheidung, dass alle dich vergessen sollten. Ja, das ist so ein Ending von PK1. Ja, genau so. Nachdem wir X-Pyroflo besiegt hatten, wurdest du komisch. Du sagtest, du würdest Sanae suchen gehen. Sie würde wissen, was zu tun ist. Ja, aber du bist nicht zu Sanae gegangen. Du hattest zu große Schuldgefühle. Wegen den ganzen Leuten, die du im Stich gelassen hast. Sanae, Katie, Lytradon. Und ohne Vorwarnung bist du gegangen. Du hast dir eine Kutte genommen und bist zur Regenstadt aufgebrochen. Und dein Ziel war es, Kingdom Hearts zu zerstören, damit dich alle vergessen und niemand mehr weiß, was du getan hast. Katie sagte, dein Wunsch danach war so stark. Kingdom Hearts wurde nur dadurch ein wenig beschädigt. Und alle haben dich vergessen. Naja, fast alle. Außer die beiden. Katie hat dich rechtzeitig gefunden. Sie wollte dich erst abhalten zu gehen. Aber weil du ihr bester Freund warst, hat sie dir sogar geholfen zu fliehen. Aber auch wir haben nach dir gesucht. Doch du wolltest uns nicht sehen. Das sind jetzt all die Screenshots, die damals in PK1 kamen. Also hat sich Katie uns in den Weg gestellt, damit du fliehen kannst. Wir haben Katie dann ohnmächtig geschlagen. Tut uns leid. Aber es ging immerhin darum, dich Pappnase vom Fliehen abzuhalten. Wir sind doch immerhin gute Freunde. Aber als wir dich endlich getroffen haben, war alles schon zu spät. Du hattest uns vergessen. Also haben wir gekämpft. Mit wenig Erfolg. Was danach mit dir geschah, wissen wir nicht. Ich habe zwar ein zweites Mal versucht, dich aufzuhalten, aber wieder ohne Erfolg, weil ich noch geschwächt war. Das ist der Kampf, den wir im Intro beschritten hatten. Tut mir leid, eure Trauerorgie zu unterbrechen, aber ich weiß, was mit ihm passiert ist. Was? Woher? Warum? Ich höchstpersönlich habe Sanae vor ihm beschützt. In seiner Kutte kam er an und wollte ihr schaden, doch ich habe ihn ausradiert. Er war verwundet. Einen Magikennen hat ihn ausradiert, zumindest dachte ich das. Ein helles Licht hat ihn umhüllt und er schoss in Richtung Himmel. Ein Rettungszauber. Sternelement, wenn ich mich nicht irre. Ah, das ist eine Anspielung auf Patrick, weil der hat Sternmagie verwendet. Hm, wer könnte dich gerettet haben? Scheinbar hat mich dieser Zauber zur Akademie gebracht. Ihr geht mir langsam aber leider auf die Nerven, Pyroklo. Oh! Ich heiße Pyroflo. Bist du dir sicher, dass du Sanae willst? Nichts ist mir wichtiger. Armer Irrer, du hast es so gewollt. Yeah, Mann, ich habe meine Defense erhöht. Oh, ich mache euch fertig.
Oh yeah, du hast keine Chance. Ich mach dich fertig, du Kack. Ich mach dich fertig, die fuck dich fertig. Ich hab jetzt neue Techniken drauf. Blitzreis ist zu heftig für dich. Doch, ich mach dich fertig. Okay, jetzt bevor wir Leute fertig machen, müssen wir erstmal Stopp erlernen. Ah, die können alle nichts. Das Problem ist, wenn er wieder Dinge einsetzt. Leck mich! Wie heißt es denn? Magic Cannon, dann bin ich down. Achso, du bist am Boden. Achso, ich habe auch erhöhte Defense. Yes, Stopp wirkt. Sorry, dass ich gerade ein bisschen abspann. Aber ich freue mich einfach. Oh, Stopp und Brand, perfekt. Aber ich freue mich einfach, das Game zu zocken. Wie viel verliert er? Ah, okay, er hat schon einiges drauf. Na komm. Ne, warte mal. Ich weiß nicht, ob das Brand löscht. Der kann eh nichts reißen, weil er momentan gestoppt ist. Das Einzige, wo die echt Schaden macht, ist mit ihren Magieangriffen. Und ich hoffe mal, wenn du aus Stopp zurück bist, hast du keine Magie mehr. Du hast bis jetzt eh nur zweimal normal angegriffen. Allerdings, glaube ich, du hast die Magic Cannon drauf. Lüg mich nicht an. Du wirst die dann auspacken, wenn wir nicht damit rechnen. Aber er ist immer noch gestoppt. Gefällt mir. Vielleicht haben wir es mit dem viel einfacher als mit... als noch mit Ding. Gegen den Grim Reaper im letzten Part. Der war ja wirklich fordernd. Oh, du bist ja ein Kargboden. Aber ich glaube, du hast nicht deine wahre Macht gezeigt. Es war zu einfach. 35 Taler. Wow, du hast ja echt ein Mac-Menü gönnen wollen. Ja. Tschüss, scheiß K.O. Kenshi! Tut mir leid. Er ist stark. Er hält das aus. Ich hoffe, ich störe. Oh nein, was willst du hier? Vanitas! Versuch's gar nicht erst. Du bist vom Kampf geschwächt. Ah, was willst du? Das gleiche wie die V-Klinge. V-Klinge? Meint der Sagan? Verräterklinge! Du willst das gleiche wie ich? Das bezweifle ich. Oh, aber es stimmt. Ich werde Sanae beschützen. Du, schweig still. Alter, ich wurde geschlachtet. Oder gegrillt. Aufwachen, Pyroflow. Das ist Alex-Satz. Oh, shit. Wach und einsatzbereit. Fällt dir ein bisschen spät auf. Das war... Nun ja. Schon okay, Pyroflow. Wir sollten zurück zur Akademie. Von dort kommen wir zu anderen Orten. Gute Idee. Oh, shit. Aber er hat Sanae. Die Tuskan-Höhle. Ich verfluche sie. Trotzdessen werden wir das abspeichern. War aber doch ganz gut, dass ich den Reflektor gekauft habe. Ich schau jetzt extra nochmal hier lang. Scheiß Herzlose, echt. Achso, hier geht's gar nicht lang. Ah, ich bin dumm. Wie immer halt. Ach, egal. Ja, das wird nach wie vor zu sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wartet mal. Bin ich ja gerade durchgelaufen. Also, dass es über mir war, dachte ich gerade. Nee, das hat wohl nur so ausgesehen. Egal. Halluzination ist auch eine Hallo. Oh, was ist das denn? Kaufen. Ah, endlich. Ich brauche nämlich Potions, Mann. Bin übel geschlachtet worden. Äther. Ja, da war ja... Boah, fuck doch, mein Leben. 120. Ich glaube, du spinnst. Achso, ne Quatsch. Aber da habe ich auch nichts mehr. Ja, mach trotzdem noch zwei. Ja, für Joe wäre eigentlich einer schon wichtig. Oder? Ach komm. Ich habe noch neun. Was? Achso, ja, okay, das hatten wir schon. Auf 5 erhöht. Ihr müsst doch mal schauen. Der hat 5 Verteidigungen. Flo hat 36 und der 46. Aber dafür nur 14 Angriff. Wir haben 41, also genau umgekehrt. Und der hat 60, der Trottel. Boah, der macht uns fertig. Okay, ab. Los geht's. Jetzt sind wir wieder da, wo wir... Also das gibt's auch in PK1. Das ist jetzt ein Bindeglied zu den Welten. Was ist das? Neo Destiny Island. Okay. What's this? Ach, da darf ich noch nicht lang. Okay. Dann werden wir wohl nach Neo Destiny Island gehen. Und ich kenne diese Map. Die hat er auch in TJB verwendet. Nur ein bisschen gecrappter Design. Wow, sind wir wieder auf Destiny Island? Hat sich ganz schön verändert. Ja, das gab es im ersten Teil auch. Seit wann ist Destiny Island ein Planet?
Vielleicht finden wir Sora. Dann können wir ihn fragen. Vielleicht kann er uns ja auch seine Vita-Künste zeigen. I hope this. Und die Musik ist gechillt. Ich liebe sie nicht. Oh, da ist er ja schon. Das ging ja ultra einfach. Ist das etwa Sora? Der hat sich ja fast noch mehr verändert als die Insel. Nanu, wenn das mal nicht Pyroflo und seine Freunde sind. Oh nein, er kennt uns noch. Pyroflo, lass uns fliehen. Was soll denn das jetzt? Unsere Mission ist es, Sana hier zu finden. Seid nicht immer so missionsorientiert. Alles okay bei euch? Ja, alles in Ordnung. Ich stehe nur ein bisschen weiter unten. Hä? Wie geht's? Wie steht's? Die Insel wurde zu einem Planeten befördert. Um ehrlich zu sein, die Insel wurde zerstört. Von Herzlosen. Also haben wir diesen ganzen Planeten danach errichtet. Aber wir haben wieder das gleiche Problem. Herzlose. Keine Sorge, wir sind jetzt erfahrene Herzlosenjäger. Wir helfen dir. Alles klar, dann lass uns loslegen. Vielleicht suchen wir erst noch oben das Dorf auf, um Sachen vorzubereiten. Im Westen der Insel lebt ein Wissenschaftler. Der kann uns danach vielleicht auch helfen. Alles klar, los geht's. Oh yeah, wir haben wieder Sora im Team, den Chief. Und der läuft genauso wie in PK1, wie so ein Pinguin. Er ist Level 10. Oh yeah. Haben wir Verluste? Ein bisschen, aber das ist egal. Destiny Island Süd 1. Was ist er überhaupt? Er ist auch ein Schlüsselträger. Krass. Na gut, dann wollen wir mal zuerst auf sein Rat hören und das Dorf. Oh, das ist ja wundervoll. Weh, du hast jetzt bessere Item. Oh, ihr erneut, das X-Schloss verschwand, also ging ich wieder auf Destiny Island. Ach, du warst der Trottel. Ja, stimmt, du warst der Trottel im X-Schloss. Ich bin so froh, euch wiederzusehen, Koopo. Wollt ihr was kaufen? Ja, wenn ich Geld hätte, ja. Du Wichser, du hast echt bessere Items. Egal. Was hast du? Ich verkaufe Ringe, tolle Ringe. Kaufen, du, und zwar jetzt. Tidus, ich kauf, wenn ich was hätte. Oh, man. Hätte ich doch nur nicht mein Geld verschwendet. Aber Tomke hatte recht, er will uns alles andrehen, aber wir können nur einen ausrüsten. Also, du siehst aus wie Daisy. Ich verkaufe Schilde. Ja, leck mich. Und die verkaufen wahrscheinlich Schwerter. Was, wer bist du denn? Waka. Umschmieden. Ach was. Krass. Ich brauche nicht mal Materialien dafür, nur Taler. Gibt es die Secret Taler? Nein, schade. Ja gut, wir können nichts reißen, deshalb reißen wir jetzt den Wissenschaftler auf. Oh. Gegen euch habe ich ja mal Lust zu kämpfen. Ich glaube, ihr seid gut für ein Level Up. Ein Klappersoldat, klatscht dich weg. You don't have energy for me. Ja, chill doch! Gegen den brauchen wir doch keinen Blitzra. Das ist das Problem, also... Alle Leute, die außer Jogo, Tompe und Flo dabei sind, die kämpfen automatisch. Gut, 13 Taler. Ich wollte gerade schon sagen, das bringt mir eigentlich nichts, aber okay. Echt jetzt? 13 Taler vor allem. 13 XP, der braucht noch 1000. Oh Mann. Dann holen wir uns mal die Secret-Truhe. Ein Apfelschild, das werde ich auf jeden Fall Jogo ausrüsten. Auch das noch. Geil. Also HP um 50 auch noch. Nice. Und jetzt hat Jogo endlich 10 HP. Gut, jetzt geht's hoch und runter. Nicht hoch und runter, hoch und zur Seite. Was ist das denn? Eine Kuponuss. Die Items sind neu. Ich dachte gerade schon, er hat Mapping Fail. Aber, ich sehe links ist auch noch ein Eingang, sprich, da kommen wir ja später erst dran. Nein, du! Ja, du, gegen schwulen Klappersoldat! Aber du machst uns keinen Schaden, deswegen können wir es weiter probieren. Was zur Hölle bist du? Ach du, wer bist du? Neon! Was ist hier los? Professor Neon, was ist hier los? Die Herzlosen, sie greifen mich an, Hilfe! Los geht's! Gut, ich glaube, bis auf den Trottel da oben. Ein Turbopropper erschienen. Okay, diesen Trottel. Haben wir. Also, den kenne ich überhaupt nicht. Auch nicht aus PK1. Ja, schlag den mal mit elementloser Magie. Die anderen sind keine Gegner, deswegen werde ich nur auf dich gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern du ein Gegner bist, aber. Ah, okay, du bist knapp. Tschüss, die sind beide tot. Viel Spaß. Und tschüss. Was? Wow. Du überlebst das? Nicht schlecht.
Na gut, der Turbopropper gibt immerhin ein bisschen EP. Oh, wie ich sehe, jemand Neues ist sehr begabt mit einem Schlüsselschwert. Danke, ich bin Pyroflo. Du bist also dieser Pyroflo. Sora hat mir schon viel von dir erzählt. Oh? Professor Neon untersucht Herzlose. Da musste ich einen neuen Schlüsselschwertträger natürlich erwähnen. Ich untersuche nicht nur Herzlose. Aber warum folgt ihr mir nicht zu meinem Labor? Zum Dank dafür, dass ihr mich gerettet habt, werde ich euch Teile meiner Studien zeigen. Vielleicht helfen sie euch ja. Der Cheater. Er ist voll gecheat gekleidet für den Strand. Ich scheiße auf deine Studien. Ich will... Das Einzige, was ich möchte. Ich. Halt. Ah. Achso, ich bin eh falsch gelaufen, weil ich dumm bin. Der Einzige, der... Achso, hier muss ich rein. Ach, egal. Machen wir dich halt fertig. Leveln bei euch ist eh unnötig. Ich glaube, ich bin schon relativ gut gelevelt. Ja, die haben 300 EP. Hör doch auf, immer Blitz reinzusetzen, Mann. Das kostet dich 10 EP für nix. Und es tötet den nicht mal. Ja, Mann, was für ein Lappen bist du denn? Krass. Gut, immerhin kriege ich ein Level. Ich will eigentlich aber nur die Nuss haben. That's all, was zählt. Nuss DXL halten, wenn der Deluxe-Nuss. Was machen die eigentlich? Oh, klar. Ich wusste es. Deswegen habe ich es dir gegeben. Ja, und wie viel kriege ich dann? Oha. Das ist schon geil. Aber das Problem ist, das ist wahrscheinlich wie ein Sonderbonbon. Jetzt brauchen wir richtig heftig viele EP, um aufzusteigen. Turbo braucht noch 1000. Ja, ich brauche 1600. Ja, ja. Deswegen ist es ratsam, das eigentlich gar nicht einzusetzen. Aber es ist nur eine Demo-Version, wie auch so oft. Deswegen habe ich relativ viele Freiheiten. Junge, der ist so schwach, der Typ. Noch nicht mal 100 Schaden, der ist... Der ist ein Boden. Okay, was sage ich? Tomke ist ein Kacklappen, aber... Egal. Wenn wir gratis X... Da hoch geht's auch. Egal, jetzt machen wir mal die Story. Wir können immer noch nachher da hochgehen. Tatsächlich! Ich kenn Flo doch, ich kenn ihn einfach. Krass. Nicht schlecht. Das ist aber ein Secret, das kann man übersehen. Schönes Haus. Ah, da hat er eine Nuss, die werde ich dir klauen. Ah, willkommen in meinem Labor. Meine Studien sind in den Büchern niedergeschrieben. Ich bin mir sicher, ihr werdet sie mögen. Alter, voll der Selbstverliebte. Meine Studie über Uni... Was? Unversierte. Okay, dann lese ich halt mal die Unversierten. Hier muss entstehen, die Meister des Wahnsinns ist. Was? Was? Achso, doch. Doch, das stimmt, das ist ein guter Deutschsatz. Das stimmt wirklich. Mhm. Ja, das stimmt auch wieder. Oh nein. Schalks, ja, das sind Gegner, die mag ich gar nicht. Oh. Kingdom Hearts ist mysteriös und nicht viel wurde dazu erforscht. Ein paar der wenigen Informationen beinhalten aber, dass es sich hierbei um einen Ort handelt. Es ist wie ein Mond, geformt wie ein Herz. Von ihm gehen große Energien aus, weil jedes Herz der Welt anscheinend aus Kingdom Hearts entsteht und wieder zurückkehrt, wenn es erlischt. Es scheint über einen leeren Platz namens Herzmondplatz, früher bekannt als Schlüsselschwertfriedhof. Außenstehende würden denken, dass die Energie vom Herzblutplanet ausgeht, aber es ist eigentlich Kingdom Hearts, welche diese Energie bereitstellt. Die letzte Info ist, dass die Niemande anscheinend versuchen, eigene Herzen von Kingdom Hearts zu kriegen. Wenn sie dies planen, muss noch weiter erforscht werden. Ach, wie sie dies planen. Niemande. Das sind Kreaturen, die eigentlich nicht existieren sollten. Das stimmt. Yes. Ja. Dämmerlinge, die kennen wir doch. Also aus dem ersten Teil zumindest.
Okay. Nicht schlecht. Ja. Ja, gib sie doch her! Ich hab sie gefressen! Und diesmal kriegt Joro XP. Haha, ich hab sie geklaut, du kleiner Strolch! Achso, das ist nur ein Secret. Who the fuck? Achso, ist jetzt echt nur optional oder was? Naja, wie dem auch sei. Gut, ich sehe, wir sind mal wieder ready. Für einen Partende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir auf einem neuen Planeten sind. Neo Destiny Island zu erkunden wird bestimmt interessant. Und im nächsten Part geht's so richtig los. Bis dann und ciao.